Ich habe das schon in anderen Welten gesehen, dass irgendwann die ganze Farm ein solider Block Holz war und der Harvester die ganze Zeit nur dabei war, die Blätter abzubauen. Und wenn irgendwann alle Blätter weg sind und auf jedem Block ein Baum steht, also alles voll mit Holzblöcken ist, dann fängt er an, die Holzblöcke abzubauen. Vielleicht fängt er auch schon kurz davor an, aber er scheint irgendwie die Blätter so ein bisschen zu priorisieren. Das ist ein großer Designfehler irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich bin mir auch nicht so sicher, wie ich dem Herr werden soll. Ich kann ja jetzt dafür sorgen, dass er wieder dreimal so schnell läuft mit einem Idle von 5 Ticks und nicht von 15, indem wir ihm einfach sein Sludge wegnehmen. Der Planter selber, genauso wie alle anderen Mine Factory Reloaded Maschinen, haben das gleiche Problem mit dem Sludge, dass sie langsamer werden, wenn man sich nicht darum kümmert. Aber da ist das eigentlich kein allzu großes Problem. Wenn der Planter jetzt nicht so fix ist, ist egal. Der Harvester ist derjenige, der nicht hinterherkommt. Und der ist ein größeres Problem. Okay. Also, wir haben unseren Eimer Lava und müssen uns dann gleich erstmal um das Sludge kümmern, um diese Sludge-Situation. Ich hoffe auch tatsächlich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe Nullifier selten benutzt. Normalerweise habe ich die Maschinen einfach so laufen lassen und habe mich nicht darum gekümmert, dass sie langsamer geworden sind. Aber dieses Mal, in dieser Serie, in dieser Staffel, dreht sich eigentlich alles um Geschwindigkeit. Diesmal ist es wichtig. Bis jetzt war es einfach nie eine Priorität. Also, die Pressurized Fluid Conduits haben wir ja schon hier. Die können wir ja schon nehmen und ihm sein Zeug wegnehmen, nicht wahr? Glaube ich. Oder nicht? Können wir das nicht? Sieht fast nicht so aus. So, dann brauche ich aber mal kurz... So, okay. Flüssigkeit, Auto-Extract, always active. Genau, und da wird der Tank schon leer. Und guck mal, wie schnell er jetzt ist. Okay, der Tank ist schon leer geworden, alleine weil die Pressurized Fluid Conduits auch ein Inventar haben, sozusagen. So, und den Nullifier, den stellen wir einfach hier drunter. Jetzt hoffen wir mal, dass der keinen Strom braucht. Obwohl, selbst wenn, ist egal, wir haben hier draußen Strom. Das ist so wie wenn man vom Baumarkt kommt und irgendwie so eine 50 Meter lange Verlängerungskabel gekauft hat für Strom im Garten. So komme ich mir hier gerade vor. So, wir hoffen mal, dass das Ding keinen Strom braucht. Obwohl, nein, habe ich doch eben schon gesagt. Ist doch völlig egal. Voll egal, Pesti, du hörst einfach nicht zu. Nicht mal dir selber. Also, wir müssen auch aufpassen, der wird sich mit dem Item-Conduit verbinden. Das müssen wir sofort ausschalten. Das wäre nicht gut. So. Daran. So. Nullifier. Okay. Jetzt wollen wir hier kurz, genau, da sagen wir Disabled. Disabled für Item. Und für Strom auch Disabled. Aber für Flüssigkeiten Insert. Okay, es gehen ja nur in die Flüssigkeiten rein. Jetzt müsste der Tank leer sein. Genau, und da hat wieder ein Idle-Tick von 5. Gut, das könnte hier ein Problem werden, wenn der Baum so rüberragt. Da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das ein Problem wird oder nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß noch nicht, warum er jetzt gerade nicht weiterarbeitet. Ah, ja. Es könnte auch gut sein, dass der jedes Mal, wenn der Idle vorbei ist, nach 5 Ticks, dass er dann einen Block weitergeht und überprüft, ob da etwas steht. Genau. Jetzt ist er hier unten angekommen. Jetzt geht er immer wieder einen Block weiter und überprüft, ob da was ist, die ganze Reihe. Und dann wird er oben wieder anfangen an der Spitze, denke ich mal. Wenn wir also hier jetzt noch ein bisschen Geduld haben, bis die Idle-Ticks durchgelaufen sind. Genau, jetzt macht er den hier in der Ecke. Großartig. Oh, und er lässt die nicht stehen. Toll, das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich echt nicht erwartet. Und jetzt müsst ihr eigentlich ganz hinten in der Ecke wieder anfangen. Bei dem hier. Na, vielleicht fängt er auch da an. Vielleicht geht er auch in Schlangenlinien. Ich weiß nicht, aber Fakt ist, es funktioniert. Und es funktioniert jetzt sogar relativ schnell. Das ist doch eine schöne Sache. Das ist geil. Jetzt haben wir endlich unsere... Oh ja. Jetzt haben wir endlich unsere Oakwood Farm. Geil. Das Pyrothium haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch 96 Elektrum. Und das können wir relativ leicht herstellen. Nämlich aus 48 Gold und aus 48 Silber. So.
das machen wir jetzt noch. Da haben wir jetzt 48 Gold und 48 Silber. So, sehr schön. Ich glaube, das wird verdoppelt, wenn man sie zusammenfügt. Das ist immer so die Logik, du tust zwei Sachen zusammen und dann hast du im Endeffekt genauso viel wie vorher. Finde ich ganz nett. So, das funktioniert, das läuft. Jetzt brauchen wir... Jetzt gucken wir mal nochmal. Flux Infused. Ach ja, wir brauchen noch Flux Crystal. Das ist natürlich auch noch eine Sache, um die wir uns noch gar nicht gekümmert haben. So, ansonsten brauchen wir noch einen Haufen Redstone. Und zwar doppelt so viel wie 96. Keine Ahnung, wie viel das ist. Aber wir haben 1000, das sollte eigentlich reichen. Nehmen wir ein bisschen was mit. So. Unser Pyrothium. Moment, wir brauchen eine 48. Das war ja noch gar nicht fertig. Oh, jetzt haben wir nicht genug Pulverized Coal. Könnt ihr mal sehen, das war noch gar nicht fertig. Da hatte ich gar nicht dran gedacht, dass das ja noch nicht so weit ist. Okay, Pulverized Coal. In den Pulverizer. Genau, macht am meisten Sinn. Also von wegen Pyrothium Dust hatten wir ja noch gar nicht genug. Das geht dann hier rein. Wunderbar. Perfekt. So, währenddessen wird hier... Achso, ist schon fertig mit dem... wie heißt es? Elektrum. 101. Na, das ist sogar mehr, also hatten wir schon noch ein paar. Okay. Das kommt hier raus. Das haben wir da. Dann gucken wir mal, das wird noch nicht reichen. Boop. 46. Ich brauche nur noch eins. So. Dahin und dann müsste mir das Blaze Powder ausgehen. Genau, 48. Nicht 24, es war ja erst die Hälfte. So, dann brauchen wir Elektrum. Nehmen wir alles mit. Und dann kommt es hier alles in unseren Alloy-Smelter rein. Das und das und das. Sehr schön. Das wird jetzt ein Minütchen dauern. Oder zwei. Dann haben wir unser Elektrum. Und das müssen wir dann hier noch zu... Also unser Flux-Elektrum-Ingot. Das müssen wir dann noch umwandeln zu Flux-Elektrum-Plate. In einem Compactor. Den haben wir hier. Wunderbar. Mode Press. Aber damit ist es noch nicht getan. Wir brauchen ja auch Flux Crystal. Und zwar für jeden Flux Armor Plating ein. Also 24 Stück. Und das ist ein Diamant. Mit 500 Redstone. Wir brauchen also 24 Diamanten. Genauso viel, wie wenn wir jetzt einfach eine normale Rüstung gebaut hätten aus Diamanten. 24 Diamanten. Und wir brauchen 5 Redstone pro Diamant zum Füllen. So. Das heißt, mindestens ein Stack. 5, 25, wir brauchen 125. Also ziemlich genau 2 Stacks, um diese Diamanten umzuformen. Und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und ich finde diese Flux-Textur finde ich einfach super cool. Ich mag dieses Farbschema, das gefällt mir sehr gut. So, da können wir mal gucken, wie lange das dauert hier in dem. Ja gut, es dauert schon ein paar Minütchen. Es dauert ein paar Minütchen. Aber ich finde, wir haben ziemlich was erreicht. So, das kann hier weg. So, das brauchen wir gar nicht mehr abhaken. Das ist abgehakt. Großartig. Wir sind Solarflux ein gutes Stück näher gekommen. Denn wir haben ja jetzt unsere Holzfarm und können hier wunderbar noch ein Solar Panel 4 craften. Weil wir einfach mal alles haben. Available 76. Okay, das heißt nur, es sind genug da. Aber das sagt jetzt nicht unbedingt aus, wie viel Holz wir gerade haben. So, wie viel Holz haben wir denn? Wir haben 482. Es mangelt uns nicht mehr an Holz. Wir haben genug Holz. Sehr gut. Wahrscheinlich müssen wir bald sogar sagen, hör auf, Holz zu produzieren. Es könnte gut sein, dass ich die Farm früher oder später tatsächlich... ausschalten muss, weil wir zu viel Materialien haben. Also weil wir zu viel Holz haben. Das könnte locker der Fall sein. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Wir haben jetzt, was hatte ich eben gesagt, 600? Verdammt nochmal. Also wir haben gerade viel, ja, aber es ist jetzt noch nicht so viel, dass das System aus allen Nähten platzt. Ich sag mal, wenn wir irgendwie 2.000, 3.000 haben oder 5.000, sagen wir mal, dann wird es langsam ein bisschen kritisch.
so langsam. Dann muss man tatsächlich aufpassen, was man als nächstes tut. Aber ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Moment, er muss 216 Mirror craften, das ist der Wahnsinn. Ich gucke ganz gerne zu, aber es ist eigentlich passiert ja nicht viel. Es sind ja nur irgendwelche blinkenden Kästchen. Aber es ist cool, wenn man sich überlegt, mit diesen ganzen Logik-Sachen, die wir gemacht haben und mit den Filtern und so, dass jetzt alles schön ineinander greift. Also, das ist eine coole Staffel. Kann ich jetzt einfach mal sagen. Es ist eine coole Staffel und wir werden hier noch einiges automatisieren, noch einige schöne Sachen machen. Eigentlich brauchen wir als nächstes noch eine Essensfarm. Das könnte man genauso wie mit dem Planter und dem Harvester genauso realisieren. Vielleicht ohne Upgrades, dann ist es nur 3x3 und dann hat man da eine kleine Wheat Farm und dann kann man sich sein Brot daraus automatisch craften. Könnte man machen, so lange bis wir in Brot ertrinken. Ich weiß nicht, ob das unbedingt nötig ist und hilfreich und erstrebenswert. Ich weiß nicht, in Nahrung ertrinken muss nicht unbedingt sein, nicht wahr? Aber großartig. Ich freue mich, dass das hier wunderbar funktioniert. Da wir dann unsere 4 Solar Panel 4 haben, können wir Solar Panel 5 dann sofort in Auftrag geben, weil die bestehen ja immer aus dem vorherigen. Von daher wird das wahrscheinlich ein ziemlich kleiner Auftrag. Das können wir uns dann beim nächsten Mal angucken, dass wir dann wieder ein paar Rezepte hier in das System einpflegen. Das ist doch befriedigend, oder? Wie sich das alles auflöst. Fertig. Großartig. Hat zwar ein paar Minuten gedauert, aber was soll's. Wie sieht's denn jetzt eigentlich aus mit Solar Flux? Wir haben jetzt 4 Solar Panel 4, die 128 erstellen. Das heißt, wir können jetzt 512 oben erstellen. Was natürlich erschreckend wenig ist. Das reicht ja noch lange nicht. Da könnten wir dann schon 1000 erstellen mit den zwei. Das ist schön. Braucht eine Glowstone und einen Block of Gold. Glowstone könnte vielleicht ein Problem werden. Das weiß ich noch nicht. Da brauchen wir auch Glowstone und Obsidian. Okay, da müssen wir uns definitiv drum kümmern. Wir brauchen Glowstone und Obsidian. Und das bedeutet für mich ziemlich sicher, dass wir erstmal fliegen müssen. Und da ich ja hier die Flux-Infused Chestplate bauen werde, brauchen wir natürlich die Flux-Infused Jetplate. Die gar kein Rezept hat. Okay, die Flux-Infused Jetplate hat kein Rezept. Also sie hat nur das Rezept hier mit dem Particle Customizer, aber man kann sie nicht craften. Ansonsten hätte man auch unter Use gesehen, dass man die Flux-Infused Chestplate dafür braucht, um die Flux-Infused Jetplate zu bauen. Man kann sie aber nicht bauen. Okay, das heißt also, so bald werden wir immer noch nicht fliegen können. Und das finde ich langsam nicht mehr fair. Was soll der Mist? Was soll das? Warum wird mir mein Flugwunsch nicht gegönnt? Mann, ey, das ist nicht cool. Okay, wir müssten also auf eine ganz andere Art und Weise das Fliegen lernen. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, wie. Also natürlich, wir können uns natürlich irgendein Jetpack bauen. Das ist immer möglich. Das ist nie irgendwie ein Hindernis. Aber ich hätte es halt schön gefunden, wenn man anstelle eines einfachen Jetpacks, also wenn man das Jetpack immer tragen würde, wenn es Teil der Rüstung wäre. Aber das scheint hier nicht zu gehen. Das heißt, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Fly, Ring of the Flying Squid, na super. Flight Module, gut, das ist was ganz anderes. Blue Butterfly. Wie sieht es denn so aus mit Jetpacks? Es gibt hier Jetpacks. Ja. Die kann man auch alle bauen. Aber hier beim Resonant Jetpack hört es dann auf, tatsächlich. Tragischerweise. Infused Carbon Jetplate. Okay, kann man bauen. Chestplate und dann Jetplate mit Jetplate Armor Upgrade. Carbon Jetpack. Weiß nicht, ist das sonderlich schwer herzustellen, Carbon? Wie könnte man denn Raw Carbon herstellen, wenn ich es nicht zufällig finde? Block of Coal, okay. Das ist nur ein Haufen Kohle. So, Infused Carbon Chestplate. Emerald Carbon Rod, Emerald Bit, Diamond Carbon, Diamond Bit. Das ist auch nicht schwer. Carbon Chestplate.
Supremum Chestplate. Genau, da fängt es nämlich an. Ah, Gott. Das ist ein ziemlich langes Aufeinander aufbauen. Ja, das sind ewig währende Upgrades. Das machen manche Modpacks so, vor allem hier so eine Survival-Dinger, das ist ja eigentlich für ein Skyblock gedacht. Die machen das gerne so, dass eine späte Rüstung, eine teure Rüstung im Spiel, aus einem Upgrade einer bevorgehenden Rüstung hergestellt wird. Genauso wie wir das mit den Solar Panels sehen. So funktioniert das hier auch mit den Rüstungen und mit den Jetpacks. Also ich werde hier höchstwahrscheinlich nicht sonderlich bald fliegen können, es sei denn, irgendjemand von euch hat für mich einen guten Hinweis, einen guten Trick, wo ich jetzt sagen kann, das ist relativ einfach zu realisieren, da halte ich mich jetzt nicht so ewig mit auf. Wir haben 947 Oakwood. Ich glaube, das reicht jetzt schon langsam. Wir haben ja nur 70 gebraucht für ein Solar Panel. Hör auf! Halt! Bitte hör auf, Bäume abzubauen. Es ist jetzt schon zu viel. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist jetzt schon zu viel. Okay, dann sagen wir hier dem Conduit-Connector über Strom. Sagen wir mal kurz, never active. So, und schon hat er keinen Strom mehr. Dankeschön. Der Planter wird weiterhin Strom haben und der wird weiterhin Zeugs anbauen. Das ist jetzt auch nicht dramatisch, aber wir haben eigentlich genug Holz. Wir haben 1000 Holz. Ich habe eben 70 gebraucht für ein Solar Panel 4. Also ich glaube, viel mehr brauchen wir gar nicht mehr an Holz. Und wenn doch, seht ihr ja, innerhalb von 10, 15 Minuten haben wir fast 1000 Holz bekommen. Also 1000 Oakwood Logs. Und da werden ja 4 Planks draus. Okay. Meine lieben Leute, ich werde hier noch ein bisschen beibleiben. Und die Maschinen weiterhin mit Redstone füllen und mit allem, was sie sich wünschen und was sie sich erträumen. Und ich werde auch hier diese Kompakten werde ich auch schon vorbereiten, weil das ist jetzt einfach nur ein bisschen Fleißarbeit. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn die ganzen Einzelteile fertig sind und wir uns eine Rüstung bauen können. Und hier gibt es natürlich auch noch ein normales Jetpack. Ach so. Ah, das funktioniert aber nur mit Wasserstoff. Das ist das Jetpack von Mechanism. Das kann cool sein, das kann auch für den Arsch sein. Das ist nicht schwer herzustellen, überhaupt nicht. Vielleicht erlaubt uns das einfach ein bisschen rudimentäres Fliegen, was ganz nett wäre. Ansonsten gibt es nicht... Ja, es gibt Swiftwolf's Rendingale. Damit können wir immer fliegen, ohne Kosten und ohne, dass wir eine Rüstung ablegen müssen. Ja, Swiftwolf's Rendingale, Dark Matter, aus Aeternalis Fuel und einem Block of Diamond. Ja! Und da brauchen wir aber Mobius Fuel und dafür brauchen wir Philosopher's Stone. Hoppsa. Wir brauchen einen Philosopher's Stone, um fliegen zu können. Vorher werden wir nie fliegen. Hyper Diamond, created by putting graphite dust into an explosion. Lithium Dust. Chemical Crystallizer aus Lithium. Ich weiß gar nicht, wie ich Lithium kriege. Man braucht doch nur ein einziges für so ein Riesenrezept. Das heißt schon was. Und zu Premium Essence. Okay. Tragisch. Ansonsten können wir relativ einfach Swiftwolf's Rendingale bauen. Und mit dem können wir dann fliegen. Also brauchen wir natürlich früher oder später das Extreme Crafting und den Philosopher's Stone. Da muss ich mich dann aber wirklich einlesen, wie man bestimmte Sachen bekommt. Weil ihr habt eben schon gesehen, alleine der Lithium-Dust bin ich schon überfordert. Ich weiß nicht, wie ich den kriege. Wir werden das alles herausfinden. Wir sind immer noch relativ am Anfang. Es wird alles ganz wunderbar. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.